Verarschen. So. Das gefällt mir nur nicht so. Jetzt sieht es schon besser aus. Da bremsen wir aber ab auf 99. Oje, oje, oje. So würde ich es dann doch schon machen. Ist doch eine gute Strecke, ne? Ja, aber ich möchte ja dann doch trotzdem die irgendwie... Hat ja auch noch 90. Trotzdem irgendwie Geschwindigkeit haben. So am Bahnhofsbereich macht es mir nichts, aber so auf der Strecke, weißt du... Da hat, vorhin, wo du noch nicht da warst, hat jemand gefragt nach einem Signal-Tutorial, weil... User joined your channel. Weil ich es anscheinend komplett anders machen würde wie er. Hat er nach einem Signal-Tutorial von mir gefragt. Finde ich auch cool. Hallo Kamui, du bist live hier im Livestream. Das gibt's nicht, jetzt habe ich schon wieder Probleme mit der Weiche. Unglaublich. Alles, was du hier sagst, wird aufgezeichnet und kann gegen dich verwendet werden. Ach. Nicht schon wieder schreiben. Achso, das warst du. Okay. Eigentlich mit dem LKW-Depot ist es ja auch. Über. Ah, wunderbar. Jo. Seid ihr wieder am Stream? Ja, ich hab dir den Link geschickt. Ja. Ja, aber alles, was du hier sagst, ist im Stream auch zu hören. Komm wieder. Ja, das ist auch selbstverständlich. Wenn ich Zeit habe, der Joe, ja. Aber das ist dann ja auch meistens beim Zuschauen nicht so eintönig. Abwechselnd mal Leute sprechen. Mit zu, Kamui? Der Joe sieht heute wieder aus. Nee, nee, nee. Was? Hier noch hin. Wir haben halt eine kleine... Schau dir zu. Schau dir zu. Ja. Wir haben halt eine kleine Bergstrecke jetzt, aber das macht jetzt wenig aus. Ich bin so begeistert hier von den ganzen Livestreams. Let's Plays. Ich es gar nicht abwarten kann, das Spiel in die Finger zu kriegen. Und dass meine Aussage wahr wird, wo ich sagte, wer einmal Transportfieber gespielt hat, der wird sehr wahrscheinlich nie mehr Trainfieber spielen. Doch. Doch. Höchstens für die tollen Mods, die jetzt gerade noch da verfügbar sind. Ja, genau das ist der Grund. Und für die Leute, die grundsätzlich kein Transportfieber haben wollen. Ja. Kann man ja auf jeden Fall dann noch sagen, Train Fever lohnt sich, also. Ja. Das lohnt sich auf jeden Fall. Da bin ich mal echt gespannt, ob das nicht zu weit weg ist, aber hier zeigt es mir an, dass es das annimmt. Oh, okay. So, Getreide. Dorndorf heißt es, glaube ich. Dornburg, Mann, passt. Das führt dann nach hier.
Da hast du Blattgleis, genau. Das ist Kunststoff. Dornburg A. Nochmal eine. Ja. Gut, da geht's ja nicht. Das ist dann okay. Klar kann man das auch anders lösen. Aber ich möchte die Züge mal ungern überlasten. Dann machen wir das mal so. Wollen wir natürlich noch irgendwo ein Depot. Hier rein. Setzen wir einfach mal. Ah, so. Fahrt machen, Depot setzen, Züge kaufen. Hier brauchen wir Getreide. Sollen wir mal eine Strecke elektrisch machen? Könnten wir ja eigentlich. Machen wir die Strecke über den Berg elektrisch. Getreide, genau. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir mal eine Doppeltraktion. Ah. Hast du für alle Züge verfügbar? Amerika und von Europa, ne? Was habe ich? Alle Züge verfügbar, auch die von Europa, ne, oder? Von Amerika. Ja, ich glaube. Bei den Dorn. Links da. Dann schicken wir hier mal die E-Lok drüber, müssen wir das aber noch schnell elektrifizieren. Also yo, falls irgendwas im... User left your channel. Bei wem hört man das? Hallo, Zitauri, du bist hier live im Livestream. Nein, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das entweder raus oder... Sprachaktivierung. Oder User left your channel. User was moved out of your channel. Ja, okay, Jofried kümmert sich drum. Alles klar. Und das hier. Ich sehe nichts vor lauter Dampf. Hallo, ich sehe nichts. Nein, das hier möchte ich elektrisch machen. So, da setzen wir die EA drauf. Oh nee, die kostet viel zu viel. Das Krokodil, aber das ist langsam. Setzen wir mal die drauf mit Kunststoff. Okay, Eisenerz, weil er nimmt den Kunststoff mit der hier. Ne, die nehmen wahrscheinlich... Ne. Kunststoff 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kunststoff A. Warum ist A, warum kann ich A jetzt nicht machen? Jetzt mein A hin? Ich hatte die doch benannt. Bin doch nicht dumm. Kunststoff. Dornburg. Ah, habe ich doch geschrieben gehabt oder täusche ich mich da?
Das ist eine irgendeine andere Linie, den Namen mit dem A. Nö. Okay, verwirrend. Würde ich mal gern einmal mitfahren mit dem elektrischen. Mal angucken. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine Schweizer Lok. Falls irgendjemand aus der Schweiz kommt, könnt ihr da was sagen. Oh, Dechu hat was geschrieben. Das stimmt. Ich schaue inzwischen auch lieber Streams, als Train Fever zu spielen, obwohl ich noch nicht vor so langer Zeit auf die Perle des Genres aufmerksam geworden bin. Das ganze Gütersystem, die verbesserten Baumöglichkeiten und die Kampagne, darauf freue ich mich am meisten. Gut, also ich werde höchstwahrscheinlich nicht die Kampagne spielen, weil ich bin jetzt nicht so einer, der die Kampagne mag, sagt man mal so. Ich bin eher so dann im Einspiel. Was ich mir vorstellen kann, dass die Kampagne oder Kampagnen im Livestream gezeigt werden. Das kann ich mir vorstellen. Oh, über den Berg drüber. Aber es sieht echt cool aus, die Strecke. Keine Brücke, nichts. Ist gut geworden. Oh, was haben wir da wieder für eine Schanze eingebaut? Ist nur die Frage, ob die Linie auch funktioniert. Ah, wir müssen noch, bevor ich es vergesse, hier hinten auch wieder einen Kunststoffzug drauf schicken. Da ist ja auch schon elektrisch. Die kostet ja 1 Million. Nehmen wir dann doch nochmal lieber die mit Kunststoffwägen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Kunststoffteil B. Ja, danke. Wünsche ich dir auch, Dejo, einen schönen Tag noch. Die hat... Weiß ich gar nicht, haben wir den 6 Wägen zugesprochen? Was hat der? Auch 6, okay. Bringt hier die... Ah, ne, wir müssen ja, glaube ich, einmal anliefern. Damit das Ganze funktioniert. Auf jeden Fall hat der hat noch Linienbenutzung. Nein. Weil der muss erstmal einmal anliefern oder wie? Im Lager ist noch ein Getreide. Aber der braucht doch zweimal Getreide. Ach so. Okay. Er braucht immer 2 Getreide für ein Kunststoff. Deshalb haben wir auch hier Doppeltraktion draufgesteckt. Jetzt bin ich gespannt. Okay, warum hat er so langsam abgeladen? Getreide mal 2. Ach so. Ja. Wir können dem Zucker mal noch eine coole Farbe geben. Wie wär's mit Himmelblau? Oder Türkis ist es ja eher. Ja, das ist gut. Jetzt wurde 4 Kunststoff produziert. Dann ist auch schon vorbei. 10. G10 wurde produziert. Die Strecke hier zu groß.